What the fuck? So, hi Leute, ich mache heute mal ein kleines Let's Play für YouTube. In der Hauptrolle bin ich und der Santor. Ja, er versucht hier gerade durch die Gegend zu laufen, er läuft die ganze Zeit gegen Baum. So, Malte, komm her. Ich will da vorne rein, dass ich. Nein, das ist blöd. Hör auf, Malte, stopp. Umdrehen, mitkommen. So, mit STR, mit der Großschreibtaste läufst du. Ja? Was läuf ich? Mit der Großschreibtaste läufst du. Und hörst du dieses Geknacke? Ja, jedem Shooter quasi. Das ist mein Geiger-Müller-Zähler. Genau, richtig. Das ist die Radarstrahlung. Nicht Radarstrahlung, radioaktive Strahlung. Das ist die Radiation, ja. Genau. So, wir laufen jetzt hier. Du kannst ja schon mal merken, für später die Straße ist wichtig. Ja, die Straße führt einmal um das Hauptkampfgebiet herum, ja. Ja, jetzt mal Hauptkampfgebiet. Es ist immer die gleiche Map, ja. So, führt einmal um das. Struktur, ca. 9, egal. Komm mit. So, auf jeden Fall. Das sieht so aus wie bei Crop oder Cripe oder so. Ja, ist Cripe. Das Laufen. Ja. Dieses komische Marathonspiel, was man mit den BSAD spielt und jeden Fuß einzeln bewegen muss und jedes Knie und jedes Gelenk. Richtig, Malte. So. Also, okay. Warum ist es hier so rot? Ja, weil jetzt gerade Sonnenaufgang ist. Das ist eigentlich ganz schön gelungen, finde ich. Das ist der Sonnenaufgang. Nice. Ja. Hier nice. Siehst du schon ein kleines Campfire. Ja. Oh, das hat irgendjemand hingelegt. Ist ja auch erstmal egal. Komm mit. Nice. Ja. Jetzt gehen wir erstmal jagen. Ja. Erstmal baue ich mir das. Jetzt baue ich. Brauchst du auch eine Stonehenge, Malte? Ah, die kann ich dir gar nicht bauen, weil ich gar keine Steine habe. So, komm mit. Hier kann man nämlich eigentlich ganz gut farmen. Das da vorne ist ein Wolf, da lassen wir die Finger von. Der ist jetzt noch zu stark für uns. Ja, ja, du hast Adminrechte. Ja, habe ich auch, aber wir wollen die ja nicht schamlos ausnutzen. Das stimmt so. Voll. Was muss ich mir dann da links ist ein Hirsch. Ja, ist egal, aber wir haben kein Dings, oder? Kann ich einen Bogen bauen? Ich hab einen Stein, oder nicht? Ja, aber damit bist du zu langsam. Aha. Komm mit. Weißt du, du haust mit dem Stein quasi einmal, ne? Und dann läuft das Reh ja weiter. Es bleibt ja nicht auf der Stelle stehen, wenn du es angreifst. So, komm mit. Hier findest du natürlich auch überall in der Welt immer mal wieder zerstörte Häuser vor, ne? Ein Traum. Und hier zum Beispiel ist zum Beispiel eine Kiste, ja? Das ist normal, dass der Baum hier durchgewachsen ist, ja. Oder? Genau. So. Was finde ich? Findest du immer mal Kisten? Wo bist du? Ich habe gar keine Ahnung. Erster Stock, nee, Erdgeschoss. Gut, komm mit. Da raus. Was war in der Kiste drin? Radpillen. Pretty, okay. So, ich weiß aus guter Erfahrung, dass man hier gut farmen kann, beziehungsweise sich eine gute Base aufbauen kann. Weil hier gute Ressourcen spawnen und auch Tiere rumlaufen. Ja? Wie viel Leben hast du noch? Wie viel Hunger, also Food hast du unten rechts stehen? 941. Wie viel? 941. Okay. Hier, sowas musst du mal abbauen. Da kannst du jetzt zum Beispiel mit deinem Stein gegenklopfen. Wisst ihr, dann kriegst du da was raus, ne? Hilfe. Stein. Ich bin ein bisschen schneller, so. Weil ich schon eine andere Angst hab. Du hast ein Hatchet, du. Ja, genau. Da fehlen mir. Hast du noch drei Steine? Drei Steine? Ja, im Inventar. Inventar? Tab, mit Tab. Inventar-Tab. Ich habe da Steine 4. Ja, werfen ab. Abwerfen, Split. Einfach rausnehmen und rüberziehen. Rauswerfen, rausziehen aus dem Inventar. Genau. So, dann kann ich jetzt nämlich auch. Was? Dich, Freundchen. Gleich mit einem Stein in die Fresse. Oh, auf. Ich kann mich jetzt nicht so schnell bewegen, außerdem habe ich schon großen Hunger, wie man unten rechts sieht. Ja. So, 6 Sekunden noch, dann hast du auch eine Stone Hatchet. Ja. So, da. Pop. Mit E. Jo, genau. Und unten in die Aktionsleiste ziehen. Dann kannst du deinen Rock wegwerfen. So. Genau. Genau. Hast du die ausgerüstet? Okay, komm mit. Was für ein Scheiß denn? Mhm. Das ist eine richtige Hatchet. Nein, nein, das wird nur grafisch so angezeigt, da arbeiten die aber dran. Okay. Nice. Warum ist das jetzt viel schneller? Kommt dir nur schneller vor. Nein. Guck mal hier, das ist zum Beispiel ein Schwein. Guck mal, ein Schwein kann man immer gut jagen. Fett.
den. Bloß aufpassen, dass du mich nicht. Ach ja, ist ja egal, PvE-Server. Jetzt komm hier mit ran, jetzt haust du da rauf. Siehst du das? Ja. Boah, warum krieg ich Chicken aus dem Schwein raus? Ja, das ist so. So, pass auf. Jetzt komm mal her. Jetzt würdest du zum Beispiel, würdest du dir hier noch 5 Holz rausschlagen aus dem Baum. Ja, so ein Baum bringt immer nur ein Wut pro Schlag. Ja? Ja, das sehe ich. Das ist ziemlich schlecht. Macht Sinn. So, jetzt machen wir ein Campfire. Und geht der irgendwann weg? Kann ich den sehen? Nein, der geht nicht komplett weg. Nein, der ist dann bloß irgendwann leer. Es ist Bau. Also ja, ich erstmal beschäftigt hier, ne? Nee, bist du nicht. Weiß nicht, 10, 20 Schläge vielleicht. So, pass auf. Wenn du das gemacht hast, drückst du Tab, gehst auf Crafting. Ist dein Crafting-Fenster schon offen? Keine Ahnung, rechts ist irgendein Fenster, steht Crafting, ja. Genau, richtig. Darunter hast du jetzt zum Beispiel Campfire. Siehst du das? Jo. Ja. So, dann baust du dir das jetzt einmal. Campfire. Craft. Ja. 20 Sekunden. Ja, richtig, genau. Jetzt habe ich Fehler gemacht. Jetzt habe ich einen richtigen Fehler gemacht. Ja, ich hab's gegessen. Kann Möbel bauen? Dumm. Wie, was für Möbel? Ja. Ach nee. Achso, ein Kamin. Hm. Jetzt bin ich gerade zum Beispiel, jetzt ist mir... Nicht draufdrücken, bald. Nein. Ich hab drauf gedrückt. Ja, richtig. Pass auf. Du hast immer jetzt zwei... Das Fleisch wahrscheinlich, ne? Pass auf. Nein, das nimmst du jetzt noch nicht. Pass auf. Jetzt baust du erstmal ein Campfire auf, wenn du das trainiert hast. Also gecraftet hast. Bau das mal auf. Ziehst du in die Aktionsleiste? Ja. Soll ich es einfach hinwerfen oder wie macht man das? Nein, du ziehst es in die Aktionsleiste unten. Aktionsleiste, ja. Du hast jetzt noch 4, jetzt drückst du auf die 4 zum Beispiel, oder wo es ist, genau. Und jetzt kannst du es placen. Genau, perfekt. Nice. Wenn du jetzt so ein Campfire brennt, natürlich nicht automatisch. Drück mal lange auf dein Campfire rauf, da steht dann Use, ne? Jo. Mit E, ne? Night. Siehst du das? Anzünden. Ja. Oder drückst du Open? Ignite meinst du? Nein, Open. Warum Open? Weil du da normalerweise dein Fleisch erst reinpackst. Ich wollte dir jetzt erklären, wie das mit dem Fleisch geht. Ja, Open. Achso, genau. Okay. Genau, dann hast da du pack ich jetzt das Chicken rein, was ich aus dem Schwein geholt habe. Genau, richtig. Alle packst 4. Du... Ja, also ich splitte die immer auf. Das geht dann irgendwie schneller zu kochen. Musst du das auf den Cookplatz? Genau, auf den Cookplatz, ja. Ja, okay. Und dann Ignite oder was? Ja, genau, dann gehst du wieder raus oder kannst einfach auf Use drücken. Ja. Dann kocht er das. Und unten links hast du immer, wenn du das öffnest, hast du immer die Anzahl der, dein Holz noch drin, was er zum Verbrennen hat quasi, ne? Okay, und wann ist das fertig? Ja, siehst du, das ist immer in so Ticks. Ich weiß nicht, wie lange so ein Tick ist jetzt. Nee, kein Tick. Siehst du auch nicht. Aber ich weiß nicht. Nee, der ist leer, glaube ich. Aber bei mir ist jetzt schon Beispiel so weit, dass ich jetzt so großen Hunger habe, dass ich jetzt schon gar nicht mehr richtig schlagen kann. Ja. Also der schlägt das nur noch einmal in 2 Sekunden. Das sieht gut aus, um ehrlich zu sein. Ich weiß. Warum hast du eigentlich kein Hemd an? Du hast auch keins an. Oh. Wir können froh sein, dass wir eine Hose an haben. Hm? Ja, das stimmt wohl. So, ist dein Fleisch fertig? Geh mal nachgucken. Na, ich überprüfe das. Oh. Richtig, warum muss man das gedrückt halten? Ja. 2 sind fertig. Zweimal. Sogar richtige Brat- oder Grillstreifen da drin, das ist nice. Mhm. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat im Feuer. Das ist ja jetzt wahrscheinlich essen, was? Genau. Wichtig ist, dass niemals roh essen, dann wirst du vergiftet. Ja, das kann ich mir vorstellen. So. Oh, ich war noch eben auf ein Fleischstück und können wir weitermachen. Oh. Also total einfach hier, so ein Feuer. Ja, wenn man es erstmal gecrashed hat, lange mit E rauf, dann hat man hier. Bewegung, achso, okay. Das eigentliche Anschalten. Nein, das sind keine das Feuer anmachen und öffnen. Auf Öffnen könnt ihr hier unten in die Kochplätze, könnt ihr das Fleisch reinpacken. Hier unten links kommt dann das eigentliche Holz rein. Voll. Was ihr zum Beispiel. Das Holz braucht. Wieder rausnehmen? Unten, ja, kannst du. Unten rechts ist zum Beispiel Kohle. Also die braucht ihr später für Sprengpulver. So. Gut. Jetzt gehen wir weiter. Komm mit, Meile. Oh. Oder siehst du, guck mal hier diese Felsen. Ich hab dich verloren. Oh oh. Hier, warte. Wo bist du? Ich hab keine Ahnung. Dreh dich um. Ja, da. Achso, ja. Komm mit. Ja. Siehst du hier diese Felsen? Ja. Na, die musst du abbauen. Sowas musst du abbauen und sowas hier vorne. Siehst du das? Schäfel, ja, warte, ich hab doch hier noch.
Das ist hier einmal Wood, ne? Aber ich kann auch 7-mal Wood. Nice. Mhm. Wieso ist das so viel ergiebiger? Weil du nachher, weil wenn du mit einer, ja, je nachdem, was du für eine Hacke hast, geht das dann halt schneller, ne? Nice. Also hau ich eigentlich Steine und Holz. Also Stein und genau. Holz. Genau, richtig. Kann man irgendwie Herbs scabbern, hier pflanzen? Nein, noch nicht. Noch nicht. Da vorne ist ein tierartiges Gebilde. Ja, ein Schwein. Schwein kann man immer gut schlachten. Das wehrt sich auch nicht. Kann das sein, dass ich irgendwie nicht hin und schlagen kann? Ja, und richtig. Und schlagen? Richtig. Ganz schön großer Schwein. Warum wehrt es sich auch nicht? So, jetzt ist es aufgebraucht. Gut, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen Holz sammeln, Malte. Okay. Also die Bäume, ja, sind potenziell nicht so ergiebig, weil die halt immer nur pro Schlag einbringen. Du brauchst halt immer diese, diese Haufen, sag ich jetzt mal. Lumberpile. Ja. Hörst du mir überhaupt zu? Was? Hörst du mir überhaupt zu? Haufen. Ja. Malte, wo bist du? Ich will dich jetzt nicht unbedingt verlieren. Ich hab keine Ahnung. So auf mich aufpassen. Hm? Ja, ich bin 6 Uhr. Ah ja, gesehen, okay. Komm mit. Oh, das ist schlecht. Hund. Ja, pass auf, ich kite den und du schlägst den. Ah, ich wurde getroffen. Du musst ihn jetzt hauen. Ja. Hältst du Aggro oder? Ja, ja, mach ich. Ja, ja. Boah. Kriegst du ihn? Muss man den denn? Ja. Der Wolf braucht ein bisschen mehr. Ah, ja. Ah, triffst du ihn auf jeden Fall, das ist gut. Ja, manchmal. Ja, man kann so Wolf prima, nur ein bisschen, ne? Prima zu zweit kiten. Ja, perfekt. Okay, jetzt können wir den wieder ausnehmen. Kann nicht mehr hatten. Warum kann ich nicht mehr hatten? Doch. Hast du was gegessen? Na klar. Aber es passiert ja einfach nichts. Ich hack darauf rum und alles. Ich habe nichts bekommen. Hä, wieso meine nicht? Die Hacke war auf einmal weg. Hm. Okay, komm mal mit. Wie viel Holz hast du schon? 99. Okay. Komm mal mit. Hier vorne kann man auch noch gut farmen. Nice. So, die sammeln wir hier nochmal eben weg und dann bauen wir unser erstes Shelter, Malte. Ja. Okay? Ja. Vorne noch. So. Das ist da oben von mir aus 12 Uhr auf dem Vorsprung. Wo? Das Leute? Wo? Da oben? 12 Uhr von mir aus. Von dir drei. 2 Leute auf dem Vorsprung. Was ist das? 3.
mindestens, was ist das? Sehe ich nicht. Auf diesem Felsvorsprung. Genau, von 12 Uhr steht einer da und ah, ja. Dann zwei rechts. Was genau, das sind Zombies. Komm mal mit, da lass die das oh, in der Ruhe. Okay. So, da kommen wir gleich oben zu. Oben rechts ist auch noch einer. Ja, ja, ist richtig. Komm mit. Was machen die? Die machen dich kaputt in einem Schlag. Oder zwei. Tatsächlich. So, pass auf. Jetzt bauen wir uns als erstes ein Shelter. Ja? Dazu drücken wir wieder Tab. Drücken auf Crafting. Ja, und dann... Kein Crafting mehr. Wo ist Crafting jetzt? Oben, oben, mittig. So. So, dann ja. Hast du da Wood Shelter stehen. Ja? Wood Brigade. Wood Shelter. Unter Wood Door. Ganz oben. Das müsste das 2, 4, 6. von oben sein. Ach so, ja. Bau mal eins. Ah. Okay, baut dann, ne? Ja. Das Wood Shelter ist das erste, ich sag mal, das erste Teil, was man eigentlich so baut, ne? Das ist der erste Unterschlupf, in Anführungsstrichen, ja? Der ist natürlich nicht sicher, ja, weil er erstmal nur aus Holz ist und, ja, den kannst du quasi auch abhaken und abbauen, ja? Du hast einen Sack in der Hand. Mhm. Nice. So, hast du ihn gebaut? So. Ja. Wieder eine Aktionsleiste ziehen unten. Boah, nee? Das ist ja... Ja. So, dann baust du ihn wieder hier hin. Kannst du hier irgendwo hinbauen. Ja. Ja, genau. So. Nice. Wenn du das jetzt gebaut hast, das ist dein erster Shelter. Der ist jetzt natürlich noch nicht sicher. Wenn du dich jetzt hier reinlegen würdest, ne? Wäre natürlich dumm, weil die dir das sofort, ja, quasi kaputt machen würden auf dem PvP-Server, ja? Ja. Oder quasi einfach reingehen und dich töten. Wäre natürlich dumm. Jetzt müssen wir uns noch eine Tür bauen. Eine Wood Door. Das ist eine Zeile höher. Eine ja. Über dem Shelter. Bauma? 30 Sekunden, ey. Oh. Ja, ja. Ich hab keine Zeit für sowas. Natürlich. Ich will die komischen Hampel da auf den Felsen kaputt machen. Machen wir auch gleich. Ja, mit der Ruhe. Lass uns eine Vernichtungswaffe produzieren. Bald. Irgendeiner Form. Ich erkläre dir gleich erstmal, wie das geht. Ja, 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 ja. Das muss ich alles in meine Leiste ziehen. Wie was? Alles, was ich baue. Ja. Ah, der Hackmack hier. Ja, jetzt ziehst du sie zum Beispiel in deine Leiste und drückst dann quasi die Tür und dann müsstest du irgendwann so ein grünes Feld bekommen, jo. Dass du die Tür einsetzen kannst. Ja, dann drückst du einfach Linksklick, genau. So. Ah. Aber die Tür ist jetzt, da kann jetzt quasi, kann keiner aufmachen. Außer ja, du. Und da ist so massives Holz, das finde ich hier quasi unzerstörbar. Das sagt ja gar keiner. So. So, aber für den Start langt es. Okay. Oh, mach mal die Tür zu. Jetzt baust du dir noch eine... Jetzt müssen wir eigentlich ein Furnace bauen. Aber den Furnace können wir noch nicht bauen. Also ich... Hm? Was fehlt dir beim Furnace alles? Furnace... Warten Sie. Finde ich nicht. Ist... Wo steht er? Ist... 1, 2, 3... Ja, ein tiefer als Stonehenge. Stört Furnins. So, da fehlt mir mal Stein. Stein? Und 10 Low, mal Low-Grade Fool, ne? 10 mal Benzin. So. Oh. Oh, pass auf, da müssen wir jetzt noch ein bisschen farmen gehen. Ja, komm mit. Low-Grade Fool... Ist eigentlich ganz einfach, kriegst du aus Tieren, ne? Also nicht kriegst du nicht aus Tieren, aber kannst du aus Tiersachen herstellen. Aus Fetten wahrscheinlich. Genau, ja. Ey, ich will auch noch. Da ist Holz. Da sind, Holz auch, noch, da. Sind auch noch Steine. Huch, Entschuldigung, dann nimm du das Holz. Alter, was ist denn das hier? Muss man ja. Kollisionsabfrage ist noch nicht ganz so geil, ne? Ist noch nicht da, ne, gibt's noch gar keine. Wo bist du? Ah ja, Nacken. Weitergelaufen hier. Ja. Nice. Das Blöde ist ja, dass es momentan noch keine... wo bist du? Da. Wo? Ich weiß nicht. Irgendwie dunkel und da hinten eine Höhle. Es gibt hier keine Höhlen. Ach so. Dann weiß ich nicht. Ich
bastel jetzt schon mal Low-Grade Fool aus Animal Fat und Cloth. Ein Teil. Okay. Was? Wo bist du? Bei unseren Sheltern. Ja. Ich bring irgendwelche Viecher mit, die ich gefunden habe. Das ist nicht dein Ernst, oder? So, ich habe jetzt schon mal 7 Low-Grade Fool. Wieso, wie hast du gebaut? Drückst du Tab wieder? Drückst du auf Low-Grade Fool? Hör jetzt auf, an meinem Shelter rumzubauen. Drück mal Tab, dann mach mal, ja? Drück mal unter Wood Shelter steht Low-Grade Fool. Ja. Achso. Ja. Gibt's auch so ein Max-Craft-Button? Ja, STRG so. Und Linksklick. Okay. So, ich habe jetzt 4-mal schlechten Treibstoff. Mhm. Ja, gab's nicht. Gut. Aua. Ja. Oh yeah. Wollen wir mal hoffen, dass hier keiner langläuft, der uns das leer macht? Kannst du nicht Feuer in der Hütte machen? Ja, hätte ich machen können, habe ich aber auch nicht dran gedacht. So. Jetzt kotze ich wieder, toll. Weil ich es wieder gegessen habe. Oh, ein Treibstoff oder was? Ja, nein. Das rohe Essen. Das rohe Fleisch. Einfach mal den Treibstoff. Mach der mal. So, komm, da drüben können wir auch noch farmen. Wo ist da drüben? Obwohl hier ist, glaube ich, schlecht, wenn wir hier farmen. Ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich eine Schusswaffe hätte. Du was? Wo bist du denn jetzt hin? Ja, du rennst immer weg. Ich stehe noch bei den Hütten. So, ich laufe jetzt hin. Komm hier, da lang. Mein tapferer Freund. Man kann 2 Uhr irgendwas. Da läuft irgendwas. Der Baumgruppe an dem Blockpile. Das ist ein anderer Spieler. Was macht der? Wieso ist der hier? PvE-Server, ne? Unser PvE-Server von rustgaming.de. Ach, von eurer großartigen Kinder. Ja. Okay. Moin. Nein, das ist kein Spieler. Malte, weg, lauf! Oh, du bist so ein Nacken, ey. Lauf, was du kannst, Malte. Lauf, was du kannst. Ich geh dann in meine Hütte und dann bleib ich stehen. Ich hoffe, du hast den gepult. Mal gucken, wer den gepult hat. Komm mit. Du bist so schlecht. Das ist echt unglaublich. Das ist ein freundlicher PvE-Spieler. gucken, ob der noch mitkommt. Halt, stopp. Da rennt er in sein Shelter rein. Oh. Verteidige mich, los, tu es. Komm, Malte, komm raus aus deinem Loch. Er ist weg. Wir haben ihn abgehangen. Doch, abgehangen. Los, komm. Ach zu. Nun kommen wir hier mit lang. Wir brauchen noch ein bisschen Fett und so. Ja. Lösch einfach weg, Digga. 206 Radiation, ist das gut? Ja, das ist nicht gut. Wie viel? Hast du 206? Ja, jetzt geht's langsam runter. Ja, ich habe auch 203. Ja, ab 300 kriegst du dann auch Schaden und dann steht ja auch, dass du radioaktiv verseucht bist, war beim. Was ist denn? Was? Nein, guck mal, komm mal her. Ich habe dir was gedroppt hier. Zieh dir die mal in die Aktionsleiste unten. Ja, warten Sie. Achso. Ja, nice. Wenn du jetzt stark verseucht bist, also, ne, dann nimmst du eine davon. Warten wir jetzt einfach mal. Jetzt, achso, um 100 runter, okay, ja. Genau. Also die Aggro-Range der Viecher hier ist begrenzt, so wie ich das gerade gesehen habe. Ja. Ja. Die laufen nicht die ganze Zeit hinterher. Hm? Schade. Wir brauchen noch Schweine, Malte. Gibt's Schweine. Einen Auto-Run-Button? Nein. Toggle Auto ran. So, ich pull Aggro vom. Hier war jemand schon. Ja. Und jetzt wird das Ding nicht mit einem Schlag weg. Aua. Du
kriegst gar keinen Schaden. Aber ich krieg Hunger. Ja, ich auch. Sechs. Wir hatten das ganze Holz hier vorgesägt, sag mal. Hier ist ein Schwein, das müssen wir schlachten. Jawohl. Jawohl! In die Fresse, Alter. Mann. Ist dein Hunger schon rot, Malte? Nein, alles gut. Okay, Hund, schlecht. Hund. Ich kite. Ja. Irgendwie von den Screenshots her sah das grafisch irgendwie besser aus. Hast du auf Exzellent gestellt? Weiß ich nicht, ich glaube auch very pur und Maga! Jetzt mach ihn tot! Ah, der hängt hier am Baum fest. Schlag rauf! Jawoll! Baum kriege ich aus dem Stoff raus. Ist doch gut! Das brauchen wir auch noch, das kann den ganzen Stoff. Ja, das Schwein, hast du das weggehackt? Ja, habe ich schon weggehackt. Nice. So, lass mal gucken. Wie viel dieses Low Granite Full kannst du herstellen? STRG Linksklick sagst du 4. Mhm. Ja, mach mal. Oh. Beweg dich mal, Malte. Kann ich nicht. Ein Hirsch kommt auf mich zu, ich muss weg. Alter, ist ja schnell. Den kriegst du auch so nicht. Hast du das? Ja, einmal habe ich ihn gehittet, ja. Nice. Ja, kriegst du so nicht, lass bleiben. Ja. Warum kann ich aus dir keinen Flaschen hauen? Nein, das geht nicht. Komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Sei froh, dass es ein PvE-Server ist, Malte, weil sonst wäre das mich richtig blöd. Ja. Gerade für Anfänger ist es dann ungeeignet. Voll richtig. Komm mit. Das Ding ist immer, du kannst dich hier, aber eigentlich kann man sich hier recht gut orientieren. Ne, wenn man nachher so ein, ich sag mal, so ein Grundriss kennt hier, ne? Wo du langlaufen musst, wo was ist ungefähr, dann ist das ganz gut. Ich hab schon mal gefragt, ist das immer die gleiche Map? Ja. Momentan wohl schon noch, ja. Gibt's irgendwann neue Maps? Oh, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass das Ganze relativ groß ist. Oder komplett richtig groß wird, wenn das mal fertig ist. Es gibt so kleinere Red Cities, aber es gibt keine richtigen Städte in dem Sinne. Red Cities? Red City zum Beispiel ist ein größeres, so eine etwas größere Stadt, so ein etwas größeres Dorf, nenne ich es jetzt einfach mal. Da findest du. Was meinst du damit? Wie? Was meinst du mit Red? Ja, Red Station. Ja, Red Town heißt es halt. So. Wie radioaktive Strahlung, oder? Ach nee. Nein. So, jetzt essen wir erstmal was. Nice. Ja. Kannst du ja auch was rausnehmen? Ja, ja. Genau. Mach's aber bitte nicht kaputt. Ja. Ja, ich pack das Fleisch dann da rein, ne? Ja, richtig, genau. Kannst ja ein bisschen was rausnehmen. Dann raus, dann nehme ich die. Soll ich die Steine da reinpacken? Wollen wir uns hier so einen Aufguss machen, so eine warme Sauna oder so? Ja, das können wir machen. In der Hütte? Ich habe kein Wasser. So, das waren die ersten Minuten unseres ersten Let's Plays mit mir und Santo zusammen, ja. Ja. Tage wird wohl das zweite kommen, dann das dritte, das vierte, das fünfte. Wir werden immer weiterspielen, wir werden jetzt natürlich auch weiterspielen. Das ist ja nur mal so ein leichtes Anspielen jetzt, ne? So, bis später!